Bis jetzt hier in Karlsruhe nach Abend so angekommen und ich hoffe, ihr könnt mich halbwegs gut verstehen, ja, weil bis jetzt hier im Brauhaus und wie ihr es sehen konntet, hatten wir schon was Leckeres zu essen. Also es war echt lecker. Meine Portion fand ich einen Ticken zu klein für mich persönlich, weil ich bin viel Gras. Ich hatte braues Brennle und ein leckeres Mass. Lecker ist relativ. Es ist nicht ganz mein Geschmack, aber das ist aber, ja, Geschmackssache. Es ist gut, so ist nicht, aber das könnt ihr jetzt nicht sehen. Meine Tochter zeigt euch gerade, was sie für Pommes hat. Das macht sie aber hinter der Kamera. Und sie will es euch zeigen. Und wundert sich, warum es nicht kommt. Die Pommes waren sehr gut. Meine Frau, der Schnitzel war auch sehr gut. Ich hatte das Brautfilet, wie gesagt, das war echt lecker. Was ist? Ich hatte ja, wir waren hier im Zoo und dann sind wir eingecheckt im Hotel und wir haben hier, das heißt Alvitales Traumhotel, hatten wir gebucht eine Junior Suite und hatten gehofft, dass meine bekommen mit Sauna, was es leider nicht der Fall war. Dafür haben wir jetzt die bekommen mit Sternenhimmel. Meine Tochter will gerade die Kamera ausschalten. Ihr könnt sie bestimmt hören. Ja, wir haben es jetzt dafür mit Sternenhimmel bekommen. Eine riesige Badewanne ist drin, eine Dusche, zwei Waschbecken. Ja, nicht schlecht. Könntest du mir noch ein kleines von eurem Helle bringen, bitte? Ein halben oder? So, wir wurden gerade unterbrochen von unserem sehr, sehr guten, netten Kellner. Lob an die Kellner, die sind echt bombastisch hier in dem Badischen Brauhaus. Wo war ich gerade geschrieben gewesen? Zimmer. Es ist riesig, unsere Suite. Über zwei Stockwerke, oben ist das Bett, unten dann halt nur, ich sag mal, einen Schreibtisch und Fernseher und Sessel und sowas. Echt geil. Aber das Coolste ist, das Hotel ist über dem Brauhaus. Also, wir können direkt mit dem Aufzug ins Hotelzimmer fahren. Also, ich muss aus dem Hotelzimmer raus und direkt gegenüber vom Hotelzimmer ist der Aufzug, der ins Brauhaus fährt. Perfekt. So, wir haben noch mir einfach Helle bestellt. Ja, danke schön. So, wie ihr sehen könnt, ich bin jetzt erstmal bedient für eine Weile. Wir waren jetzt heute nach dem Zoo noch ein bisschen in der Innenstadt von Karlsruhe. Und was mir aufgefallen ist, für mich war es das erste Mal Innenstadt Karlsruhe. Es gibt nirgendwo, das ist gut wie nirgendwo, eine Ampel oder ein Zebrastreifen. Es war echt für uns schwierig mit dem Kind von A nach B zu kommen, weil man hat immer rennen müssen, weil überall fährt andauernd U-Bahn und Stadtbahn. Was an sich ja geil ist, weil wenn man es braucht, ist es dann da. Aber das war echt schon mit Kindern schwer. Wir waren dann noch bei Eis Klaus. Das wurde mir von der Foodbloggerin auf Instagram empfohlen. War gutes, leckeres Eis, aber es ist dieses bombastisch, boah, genial, alles Eis aller Zeiten. Wir werden jetzt hier noch den Abend ein bisschen genießen und jetzt sehen wir uns morgen wieder. Guten Morgen hier aus Karlsruhe. Wir haben jetzt eine schöne Nacht hier in unserem Hotel gehabt und laufen jetzt zum Frühstücksbereich und ich wollte euch mal dieses Hotel zeigen und wie ihr sehen könnt, das hat richtig, richtig cooles Design. Es hat hier wie so ein Gesicht, sage ich mal, und hier ist ein Gesicht an sich. Überall sind so Gesichter, so ein bisschen Villa Kunterbunt mäßig. Richtig, richtig cool. Und was richtig geil ist, wie ihr sehen könnt, hier unten drunter direkt im Hotel, das ist halt das Brauhaus und unten geht es dann noch weiter. War cool gestern Abend. Wir saßen ja noch eine Weile und was beim Brauhaus auch noch gibt, das kann ich euch jetzt zeigen, sind hier die Grillkotas, die wir leider nicht reservieren konnten, weil das geht erst ab 4 Personen. Schade, weil das wollte ich eigentlich haben. Leider vielleicht am nächsten Mal, wenn wir mit mehr Leuten herkommen, aber richtig, richtig cool hier auf jeden Fall. Wir gehen jetzt mal gemütlich frühstücken und es sieht man sich schnacher. Wir sind jetzt hier am Frühstücksbuffet angekommen. Wir müssen natürlich überall unsere Maske tragen, außer am Platz. Wie ihr sehen könnt, ist es heute sehr schön reichhaltig. Es gibt Eier, gibt Leberwurst, Mettwurst, Käse, Melone, ein Smoothie, für meine Tochter noch ein Kaba. Und die Auswahl ist echt groß und riesig, echt gut, gefällt mir wirklich. So muss sein. So, direkt nach dem Frühstück gönnen wir uns jetzt gleich ein Eis, denn wir sind hier an der Eisdiele. Die heißt Eis Casata, die hat uns ein Foodblogger auf Instagram empfohlen und diese hat unter anderem schon mehrere Preise bekommen. Und da testen wir doch jetzt mal, wie das Eis hier so ist.
So, ich habe es mir in ein Eis gegönnt. Das eine heißt Don Vito, so Pistazieneis, anderes Orangineis und Cinnimini-Eis. Und ich kann euch sagen, so ein geiles Eis hatte ich schon ewig nicht mehr. Meine Frau hat hier so ein Milchschnitte-Eis in so einer Eiswaffelmuschel. Mega geil. Das letzte Mal, wo ich so ein gutes Eis hatte, war echt in Neapel. Brutal gut. Richtig, richtig gut. Wenn ihr in Karlsruhe seid, geht hier hin. Eis Casata Karlsruhe. Mega, mega geiles Eis. War auch nicht teuer. Also wir haben jetzt hier, ich glaube, alles zusammen an 7 Euro bezahlt oder so. Und es hat mega geile Eissorten und intensiver Geschmack. Wir waren ja gestern noch bei der anderen Eisdiele, die ist Eis Klaus. War zwar gut, aber lang nicht so gut wie hier. Lang nicht so gut. Also um einiges besser. So, wir werden jetzt hier den letzten Tag in Karlsruhe noch genießen ein bisschen. Eventuell auch schon heimfahren, je nachdem, was das Wetter jetzt voll macht. Und jetzt sieht man sich beim nächsten Video wieder. Bis dann. Und, ist das Eis lecker? Alles gut?